Ein herzliches Willkommen von uns aus dem Stadion Europa. Die heutige Begegnung Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Kurz zu den Gästen, wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Das hätte man ihnen vielleicht gar nicht zugetraut vor der Saison, aber im Moment spielen sie so gut, da könnte es am Ende sogar für den Champions Cup reichen. Auf beiden Seiten sehen wir heute Spieler, die extrem stark am Ball sind. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Wie schätzt du die letzte Saison von Bayern 04 ein, Buschi? Best of the rest kann man das, glaube ich, nennen. Gegen Bayern und Dortmund gab es einfach gar nichts zu holen. Dahinter haben die Leverkusener das sehr gut gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was dies Jahr rumkommt. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Lustenberger. Das könnte die Chance werden. Macht er ihn! Ta. Er spielt den Steilpass. Und er gewinnt den Zweikampf. Darida. Weiser. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Brooks. Ibišević. Schjelbred. Und das Tor. Ordentlich Power dahinter. Den hat er klasse erwischt. Ein schönes Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Lange hat es ja nicht gedauert, bis hier das erste Tor gefallen ist. 12 Minuten erst rum. Brandt. Das gibt einen Einwurf. Wird's jetzt gefährlich? Ah, das könnte es sein. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Kalou. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Da geht er dazwischen. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Ibišević. Ibišević. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ibišević. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen.
Guter Ball nach draußen. Und er bringt den Ball rein. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Jetzt können sie nachlegen, gibt Ecke. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Da geht er links ins Tor, ein klassischer Schuss mit viel Power. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ibišević. Den Ball kann er abfangen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Brandt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Weiser. Lustenberger. Da passt er auf. Brandt. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Er macht das Spiel schnell. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Weiser! Und er geht nicht rein. Guter Versuch. Knapp daneben. Das könnte die Chance werden. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Darida! Super gemacht vom Torwart. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Weiser! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Kalou! Der Torhüter kommt nicht ran, aber die Latte rettet. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er macht das gut bis hierhin. Hat sein Tor gemacht und in einer weiteren Szene ja wirklich etwas Pech gehabt. Sonst wäre das schon der Doppelpack gewesen. Die zweite Hälfte läuft. Die Leverkusener mit dem Anstoß. Aranguiz. Sauber vom Ball getrennt hier. Ball draußen wird Einwurf geben. Abwehr hat aufgepasst. Çalhanoğlu. Darida. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Kampel. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Aranguiz. Wird's jetzt gefährlich? Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Darida. Und direkt zurückgespielt. Da passt er auf. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen.
Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Darida. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kalou. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut reingespielt. Ibišević. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Und jetzt der Schuss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Gut in den Lauf gespielt. Mit Abstoß. Los geht's weiter. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Weiser. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Darida. Fairer Einsatz hier. Brandt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Den spielt er steil. Chicharito! Ibišević. Jetzt müssen sie aufpassen. Lars Bender jetzt. Toprak. Er lässt den Gegner stehen. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Darida. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Noch geben sie hier nicht auf. Sie wechseln offensiv. Ich bin gespannt, ob sie mit ihm und durch ihn die Niederlage abwenden können. Stocker. Da trennt er ihn fair vom Ball. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Das könnte die Chance werden. Und das war der Schlusspfiff in dieser Partie. Der Endstand also 1:0. So ist das, wenn Mut belohnt wird. Tolle Offensivleistung, Buschi. Ja, sie haben auch einfach die Spieler dafür. Trotzdem Kompliment, dass sie immer weiter gemacht haben, immer weiter attackiert haben. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Starke Leistung. Auch wegen des wichtigen Tores.